Servus, mein Name ist Akira Lus und ihr seht Shadow of Chernobyl von Stalker. Der erste Teil übrigens, wenn ich mich jetzt nicht... Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt nach Akrobrom. Naja, auf dem Weg nach Akrobrom, da liegt nämlich so eine Waffe. Eigentlich und rein theoretisch. Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir eigentlich... Was ist jetzt schon wieder mal mit dem Inventar? Da. Wir haben jede Menge Zeug dabei. Und ich würde mal sagen. Hat der eigentlich. Ach, guck mal, da liegt noch eine Knarre. Ich werde mal die Taschenlampe anmachen, sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ich werde mal zurück zum Händler wetzen. Und ein bisschen was verkaufen. Ja, in der letzten Folge wollten wir ja, glaube ich, nach Akrobrom bzw. zur Müllhalde wollten wir gehen. Zur Müllhalde, genau. Weil die Herren etwas gefunden haben. Ey. Das war einer? Habe ich den erschossen? Da lag noch eine Knarre. Der gehört zu mir. Beziehungsweise... ist mir freundlich gesinnt. Na, Klubschauge. Hier liegt einer. Nimm alles. Keine Knarre? Schade. Wo bin ich denn da nicht gerade daheim? War da nicht irgendwo mal ein Tresor gelegt? Okay. Оружие убрал. Ich hab dich gewarnt. Ich meine, wenn ihr euch mit mir anlegen wollt, bitteschön, habe ich nichts dagegen. Ich meine ja nur. Wenn ihr euch unbedingt mit mir anlegen wollt, könnt ihr gerne machen. Ein guter Platz zum Sterben. Feind. Auf jeden Fall. Würde ich mal sagen. Oink, oink. Ah, Wildsau. Muss der wenig schneller sein, Wildsau, um mich zu kriegen. Dem habe ich noch ein zweites Poloch geschossen. Was willst du denn da oben? Hier gibt es glaube ich noch ein BDA oder irgend sowas, einen Toten. Da in dem Loch. Der ist gemottet, der ist gemottet. Oh. 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 Was haben wir denn da? Au! Aua, es hat weh getan. Jetzt aber schnell raus hier. Ah,
das Spiel ist aus. Entfernen. Ja. Ja, möchte ich gerne laden, den letzten Spielstand. Habe ich da nicht gespeichert? Nachdem ich die ganzen Lappen erschossen habe? Ja, habe ich. Oh, da kommt's rausgerollt. Müssen wir mal kurz warten. Moment, ich stecke mir das Ding weg. Kann ich schneller laufen. So. Wenn's mich jetzt... Okay. Gut. Alter Mann. Da hinten ist so was Gelbes. Mit bei bitte. Ja, ja. Bis dann. Was habe ich denn eigentlich gerade aufgelesen? Also, wir haben aufgelesen, Ausdauer, Funkensprühe und Blitz. Ausdauer 73, Elektroschock minus 10. Ausdauer minus 36, Elektroschock minus 10%. Das günstige und weit verbreitete, aber dennoch bei Forschern beliebte Artefakt ist in der Nähe der Anomalie Elektro zu finden. Zuweilen durch Elektro gebildetes Artefakt, das von Stalkern gerne wegen seiner positiven Eigenschaften genutzt wird. Durch seinen guten Preis und ansprechendes Aussehen beliebt bei Sammlern. Für 2500 Öcken und das andere 1000. Dann haben wir noch Steinblut. Dieses Artefakt ist in der Nähe von Anomalie Karussell zu finden. Das unansehnliche rötliche Objekt besteht aus gepressten und merkwürdig verformten Resten von polymerisierten Pflanzen, Erden und Knochen. Erde und Knochen. Weit verbreitet und nicht sehr effektiv. Okay. Polymerisierten. Was doch geil. Von mir aus können sie es auch pasturieren. Ja, durch ein Sieb. Achso, hier. Ich bin schon ganz woanders. Den da vorne haben wir ja schon, ne? Ab und zu kommt's vor, dass Leichen noch was bei sich tragen. Komischerweise. Manchmal, nicht immer. Ja, ich habe schon oft erlebt, dass ich bin an der Leiche vorbei. Nur so mal aus Spaß geguckt und dann haben die noch ein Medikit dabei gehabt. Ja, sowas in der Richtung. Oder... Ich weiß nicht, ich habe die Tour letztens leer gemacht. Liegen eigentlich die Gammelsoldaten noch? Ja, die liegen noch. Oder ich habe sie vergessen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich die vergessen hätte. Ne? Okay. Ja, ihr wolltet mich ja nicht durchlassen, ihr blöden Soldaten. Deswegen musste ich euch alle den Kopf kürzer machen. Schon wieder. Die Ansichtskarte aus Solingen haben wir erstmal weggesteckt. Brauchen wir nicht im Moment. Nicht wahr? Haben sie die Leiche jetzt eigentlich weitergeschleppt? Ja, haben sie. Oje. Oje, oje, oje. Oh,
Die werden langsam aber sicher zu einer Gefahr für uns. Je mehr es davon gibt, umso gefährlicher wird's. Für die Anfänger. Aber da kommt eine Sau, um eine Sau angerannt. Ich wollte schon sagen, überlegst du lieber zweimal. Geh mein G36, hast du keine Chance. Gegen meine G36. Sei froh, dass ich dich nicht auch noch umleg. So wie deine Kollegen am Bauernhof. Ist eigentlich. Oh, guck mal, er steht noch. Wolf! Wir haben das Parkplatz, wir haben den Parkplatz gründlich durchkämmt. Dort ist jetzt alles klar. Hey, ich brauche einen Auftrag. Im Moment gibt's nichts. Hast du was Interessantes zu erzählen? Nichts weiter. Versuchen, den Durchbruch zu schaffen. Mehr nicht. Bis dann. Okay. Au. Ich bin am Stacheldraht hängen geblieben. Das tut weh. Aua. Nee. Oh, hallo. Servus. Natürlich. Ich brauche einen Auftrag. Hast du was für mich? Nee, warte mal, Handel. Das ist Steinblut. Moment, wir verkaufen immer was, weil sonst beschwert er sich, dass wir ihm nichts verkaufen. Nicht schlecht. So muss das laufen. Auftrag? Steinblume. Artefakt Steinblume. Den Handelsvertreter töten und den Schwanz des Pseudo. Den Handelsvertreter. Stell dir vor, da rennt so ein Lutscher rum. Da rennt so eine Pfeife rum, die sich als mein Handelsvertreter ausgibt. Ach so, der Vogel. Er missbraucht meinen Ruf und dann seine zweitklassige Ware. Gebrochene Läufe, auseinanderfallende Rüstungen, abgelaufene Konserven. Bei mir haben sich schon etliche Kunden beschwert. Du böser Händler, du. Ich brauche jemanden, der sich mal mit diesen Handelsvertreter unterhält. Ich bin dabei. Steinblut, nicht Steinblume. Habe ich eigentlich Steinblume? Qualle habe ich. Funkensprüher. Hier. Nicht schlecht, so muss das laufen. Nein. Mann, Hundefutter ist wie... Schnauze. Wir haben ja noch mehr dabei. Wir haben ja nicht nur das, Steinblume. Steinblut. Dann haben wir das Artefakt und jenes Artefakt. Das da und das da. Ja, warte mal. Steinblume. Und den Funkensprüher. Den tun wir auch rüber. Und die Durchmanöver. Ich brauche sie nicht unbedingt. Aber. Nicht doch. Was habe ich denn jetzt nüber? Die habe ich nüber. So, eine Schmissmittel. So. Das hätten wir schon mal. Handgranaten. Ich habe Handgranaten dabei. Ja. Nee. Hier. Nee. Da. Ich bin hier wegen des Auftrags. Nein, ich möchte einen Auftrag. Steinblume finden. Ich bin dabei. Ich bin hier wegen des Auftrags. Sag ich doch. Handel! Das da und das da und jenes und hier und Schlag ihn tot. Wirst du wohl? Wenn die Waffen nicht immer springen würden, von einem Eck ins andere, und könnte ich vielleicht auch, wäre ich schneller. Natürlich. Die kann ich nicht gebrauchen, das kann ich nie gebrauchen. Oh, ich habe wieder jede Menge Munition dabei. Ach. So, 4 Stück. Das. Bin ich aber überrascht, wo habe ich denn die Munition schon wieder her? Ich habe. Ah, klar, okay. Ja, passt. Nee, das
Passt schon, ist in Ordnung. Mein Fehler. Klar, natürlich, das ist die Pistole, das ist mein G36 und das ist das Scharfschützgewehr. Hm. Kommt man natürlich auch durcheinander, nicht wahr? Drei Stück davon. Und dreimal Dosenfutter. 8250 kriegen wir. Das ist schön, das gefällt mir. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen Munition vertragen. Was? 950? Medikit kostet 750 neuerdings? Nee, dann lassen wir das lieber. Dann lassen wir das lieber und die Dinger für 100. Bist du wahnsinnig? 4400 Öcken. Ich kann allerdings auch nur. Ja, ist in Ordnung. 40, 8 Stück und so weiter. Handel. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Ja, die Waffe ist schon etwas kaputt. Das ist mein Junge. Du hast meinen Tag gerettet. Bis dann. Einmal speichern, einmal fragen. Ich brauche ein paar Fragen. Ich brauche mal Antworten auf ein paar Fragen. Kannst du meine Waffe oder meine Ausrüstung reparieren? Meine Primärwaffe für 926. Okay. Exzellente Arbeit, Max. Mann, sag, woher hast du das gelernt? Ein Geheimnis, alles klar. Okay, bis dann. Komisch. Das ist jetzt aber sehr komisch. Normalerweise kostet es immer ein Schweinegeld. Also normalerweise bezahle ich so. Ich könnte mir die Waffe neu kaufen, auf Deutsch gesagt. Käme aufs Gleiche raus. Deswegen habe ich ja gesagt. Nun, schnapp etwas frische Luft und teuer dann komm rein. Ich würde es ja sonst nicht sagen, ne? Aber 9,26 ist ein bisschen billig. Es kann sein. Moment mal, es kann sein, dass er die Pistole repariert hat. Ja, natürlich hat die Pistole repariert. Naja. Forget it. So schlecht schaut es ja auch nicht aus, oder? Hat noch ein bisschen Zeit. Ich denke mir gerade, 9,26 ist ein bisschen billig. Aber egal. Wirst du wohl? Arme Wildsau. Ich gebe einen Furz drauf, ob dich das interessiert oder nicht, du Wildsau. Schade. Ich habe gedacht, die Fee hätte was da gelassen. Aber nein, sie hat nichts da gelassen. Da vorne hechtet doch wieder einer rum, oder? Ist das so einer, wo ich glaube, dass es ist? Natürlich. Er kam nicht immer dazu, seine Knarre zu ziehen, hä? Da drüben liegt was Weißes. Oh, Fuchs ist tot. Fuchs ist tot. Freund Fuchs. Fuchs, du hast hier Jans gestohlen. Scheiß die Wand an, Alter. Was denkst du, Vogel, dir eigentlich den ganzen Tag, wenn... Schon wieder losrennen und Zeug verkaufen, ey. Gibt's sowas auch?
es gibt was zu tun. Pseudohunde oder Hunde? Ich hab dich doch gewarnt, oder? Zieh nicht mit der Waffe auf mir. Ich habe ja auch nicht mit der Waffe auf dich gezielt. Ich brauche noch den Schwanz eines Pseudohundes. Ja, aber Pseudohund heißt Pseudohund und nicht blöder Hund. Das ist blöder Hund, nicht Pseudohund. Das da unten ist ein Pseudohund. Das da. Das ist ein Pseudohund. Hat aber keinen Pseudohundeschwanz dabei. Willst du Pferd von mir? Komm, put, komm. Komm, Hundel, wo bist du? Komm, put. Hier ist das Vögelchen. Komm, happa, happa und schlapp, schlapp. Bala. Oh la la. Da unten läuft's, die Nase. Hier liegt noch einer. Achso. Aua. Das ist nicht gesund, ne? So, was hast denn du für Probleme, alter Mann? Guck mal, da liegt einer. Wer hat den erschossen? Übrigens, ja, ich weiß. Fuchs ist tot. Ja, so ist das im Leben. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich müsste eigentlich und rein theoretisch jetzt wieder zurück zum Händler sprinten, weil ich habe ja nicht viel, ich kann ja nicht viel mitnehmen, wenn man es genau nimmt, nicht wahr? Ich kann nicht viel mitnehmen. Komisch. Das ist sehr verdächtig. Normalerweise kann ich nämlich nur 70 Kilo mitnehmen. Alles egal. Oh, der hat noch eine Knarre. Habe ich die vorhin vergessen? Übersehen? Okay. Ja, ja. So ist das im Leben manchmal. Entladen. Entladen. Fallen lassen. Fallen lassen. Entladen. Entladen, fallen lassen, entladen. Sollte man unbedingt vorher machen, weil aus dem einfachen Grund, für die Munition bekommt man ja auch noch Geld. Und wenn man jetzt die Munition mit Waffe, ohne zu entladen, also sprich, verkauft, dann legt man drauf, auf Deutsch gesagt, dann kriegt man nicht genug Geld raus. Nur mal so ein kleiner Tipp. Deswegen immer entladen. Na ja, gut, ab einer gewissen
wenn man jetzt zum Beispiel 100.000 hat, ne, 50.000, das ist so ein ganz bescheuerter Witz eigentlich, wenn man jetzt am, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen soll, wenn man am Levelende ist und steht dann vor diesem komischen Ding und sagt, ich möchte gerne reich sein, also da langst du dir manchmal schon an die Birne, wenn du zum Beispiel 100, 200, 250.000 hast, Rubel, und er stellt sich vor diesem komischen Ding hin und sagt, er möchte gerne reich sein. Also es ist unverständlich. Absolut unverständlich. Ich wünsche mir Liebe, Frieden und naja, auf dieser Hast du Welt. die? Ich brauche einen Auftrag, bin hier wegen des Auftrags. Handel. Da will ich doch rein. Aber so ist es bei reichen Leuten ja auch, ne? Ich möchte. Am liebsten möchte ich nicht nur reich, sondern ich möchte stinkreich sein. Und selbst dann, wenn ich stinkreich bin, reicht immer noch nicht. Es reicht nicht. Es wird niemals reichen. Gar niemals. Es muss immer ein bisschen mehr sein. Und noch ein bisschen mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Steinblut haben wir immer noch dabei. Entweder haben wir es immer noch dabei. Gepresstes? Wo habe ich denn das schon wieder her? Ach so. Ich habe doch gar keine. Habe ich mitgenommen? Naja, wurscht. Das da, das da, das da, das da. Okay, das da. Dann kriegt er noch zweimal davon. Nicht schlecht. Handel. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Das ist Verlassen. mein Junge. Ja, ich bin hier Du wegen hast des meinen Tag Auftrags. Ich gerettet. brauche einen Auftrag. Pseudohund Fleischklumpen. Ich bin dabei. Ich bin hier wegen des Auftrags. Gepresstes und Steinblut. Was ist das für ein Scheiß? Ah, schon gut, ein anderes Mal. Fleischklumpen. Sag ich doch. Dem Händler bringen, was ihm versprochen wurde. Armee-Medikit, Armee, 2500 und Geld. Ich habe ein paar Fragen. Meine Waffe reparieren, und zwar die Sekundärwaffe. 7663. Exzellente Arbeit. Kann man jetzt nicht sagen, aber passt schon. Wir sind gerade 7600 Öcken losgeworden, mal auf die Schnelle. Und haben noch. Wo steht's eigentlich? Nun, schnapp etwas frische 6.662 Luft und dann komm rein. Rubel. Nicht sehr viel Geld, oder? 6.662 ist nicht sehr viel Geld. Da drüben ist übrigens so ein Friedhof. Aber Friedhöfe deprimieren mich immer so. Deswegen gehen wir diese Richtung. Was? Deutscher Prophet Einzel. Alles klar. Nee, Bassschüsse nicht noch. Ein deutscher Prophet. Ich habe die Taschenlampe immer noch an. Fällt mir gerade auf. Musik höre ich gar keine. Guck mal, da liegt eine Wildsau, oder? Schade. Hunger hab ich auch noch. Komm mal mit, mein Freund. Ja, mein Freund. Ja, komm. Hab dich nicht so. Es dauert nicht lang.
Wir sind gleich da. Es dauert ehrlich nicht lang. Ich schwör's dir. Komm schon. Hab dich nicht so. Schade, es geht nicht. Doch, es könnte eventuell hinhauen. Wir lassen eine Spur der Verwüstung, eine Blutspur hinterlassen wir. Der Bandit sieht gleich auch etwas schlanker aus, nur noch ein Knochengerüst. Ist mir egal, ich habe genug Munition. Dann eben nicht. Übrigens, Hunger haben wir. Ja. Tja, hättest du mich nicht angegriffen, würdest du jetzt noch leben, nicht wahr? Viper hat das Arschloch bei Viper. Viper? Viper. Ist ja wurscht. Hier liegt noch einer. Hab ich dich erschossen? Er hat vor Schreck seine Waffe fallen lassen. Wie blöd ist das denn? Na, wo hast du deine Waffe mit deinen Wichsgriffel hingeworfen? Und du? Du liegst drauf, ha? Huh? Du läufst einmal nackt durchs Ödland. Ja. Da liegt er. Ich dürfte schon wieder zum Händler rennen. Die lassen einen aber auch keine Ruhe hier, diese Zipfel. Einer, ja mindestens einer. Ja, aber mindestens einer, der hier liegt und ins Gras gebissen hat. 1, 2, 3, 4. Und da liegt noch einer. Ja, aber den kennen wir schon. Nicht wahr? Ich mache hier vorsichtshalber noch einen Speicherpunkt. Und dann gehen wir rein. Wollen wir den nächsten Level betreten? Ja, wollen wir.